Wer von uns kennt das nicht? Die Lieblingshose hat einen Schlatz. Und zwar meistens hat sie den hier am Arsch und zwischen den Beinen, weil da natürlich auch die größte Reibung entsteht. Und ja, der ist so groß, dass man damit auch nicht mehr durch die Gegend laufen kann. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Das kann man auf jeden Fall flicken. Und wenn es die Lieblingshose ist, die Lieblingshose, dann lässt sich das halt auch gut machen. Und wenn das nämlich geflickt ist, dann sieht das so aus. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Und damit kann man halt auf jeden Fall tragbar durch die Gegend laufen. Jetzt aber natürlich noch der Schlatz da, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr den so schön geflickt kriegt, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, um das jetzt zu flicken, brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Also als erstmal unsere kaputte Hose hier, da. Dann Stecknadeln, einen Flicken. Wenn ihr jetzt keinen Flicken aus Jeans habt, dann, ich habe hier in dem Fall ein Baumwoll-Stretch-Jersey, weil das hier nämlich eine Stretch Jeans ist, dann muss ich natürlich auch einen stretchigen Stoff zum Flicken nehmen. Wenn das eine andere Jeans ist, ja, dann nehmt ihr bitte möglichst einen Jeans Flicken oder möglichst was aus dem gleichen Stoff. Habe ich hier nicht, aber es ist ein dicker Baumwoll Stretch, von daher kann ich damit arbeiten. Stecknadeln, Bügeleisen und Flickpulver habe ich hier von Prüm. Das gibt es von Prüm. Das ist ganz praktisch. Damit kriege ich meinen Flicken super an meiner Hose fixiert. Und wie das geht, das machen wir jetzt als allererstes gleich. Ich nehme meinen Flicken. So. Und dann natürlich das Flickpulver. Und das verteile ich hier. Das hat nämlich hier so einen schönen Streudeckel. Und da verteile ich das Flickpulver drauf. Ihr könnt euch auch was um die Bügelmatte drumherum legen, damit ihr nicht so viel verstreut. Wenn das jetzt nicht genau in die Ecken kommt, dann ist das in dem Fall normalerweise nicht so schlimm, weil die Ecken schneiden wir am Ende. Das, was zu viel ist, schneiden wir hinterher einfach weg. Das ist jetzt also an der Stelle nicht das Drama. Wenn ihr was anderes flickt, was ganz genau passen müsst, dann würde ich euch empfehlen, eine Schablone zu machen und dann wirklich vollflächig mit diesem Flickpulver auszufüllen. So. Hier ist schon mal drauf. So, dann nehmen wir uns die Hose und legen jetzt, das wird ein bisschen schwierig, weil es ist meistens am Bein, ne? Und das Bein ist ja so ein bisschen in der Mitte. Das heißt, ich klappe mir das hier an der Seite so ein bisschen um, damit ich halt auch wirklich sehe, dass da mein Schlatz hier gut mittig liegt. Leg das hier drauf, halt das fest und klappe das um. So. Und zwar gut festhalten dabei, gut festhalten, damit ihr das hier wirklich schön drauf positioniert bekommt. So. Und dann halt auch fühlen, dass der Stoff flach liegt. Natürlich. So, da ist jetzt, schwarze Hose ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Aber ihr seht, schön, schön glatt ziehen. So. Da. Und dann auch wirklich gucken, dass hier keine Stoffwülste sind, weil das wäre ungünstig. Die kriegt er nämlich nachher nicht mehr ab. So, mal gucken, das fühlt sich überall ganz gut an. Auch so vom Abstand her kommt das ganz gut hin. So, und jetzt nehmen wir ein feuchtes Tuch. Zack. Das legen wir hier drüber. Und dann mit dem Bügeleisen drüber dämpfen. Das muss ich natürlich erstmal heiß machen. Und dann hier schön festbügeln und festdämpfen, bis das Ding halt auch wirklich sitzt. Und zwischendurch tatsächlich ab und zu mal kontrollieren. Guter Hinweis ist, wenn euer Stoff hier trocken ist, dann ist in der Regel auch euer Flicken da am Ende gut dran. Ansonsten zwischendurch vorsichtig mal hochheben und kontrollieren, aber dabei aufpassen, dass euch nichts verrutscht. Und dann bügelt ihr das Ding gut fest und lasst es erstmal auskühlen. Und wenn das soweit ist, zeige ich euch gleich, wie es aussieht, und dann geht es weiter. So, das hier ist jetzt trocken und ihr seht zum einen natürlich,
Es ist schwarz. Ihr seht von der Seite nicht so wahnsinnig viel, aber zum einen bleibt es schön beweglich, weil ich da so einen stretchy Stoff drunter genommen habe. Und hier auf der anderen Seite seht ihr natürlich hier noch den Schlarz. Theoretisch müsste man jetzt bei diesem Flickpulver, weil das von alleine hält, auch nichts drunter machen. Aber das ist hier eine Jeans, ne? Und die ist unter Bewegung und hier passiert was. Und deswegen nähe ich hier noch drüber, um das zu stabilisieren. So. Und jetzt habt ihr euch sicherlich gefragt, wenn das hier schon klebt, wieso die Stecknadeln? Ganz einfach. Also, ich mache mir hier vorne eine Stecknadel hin, um zu einem zu wissen, wie weit mein Stoff geht, weil ich natürlich ein Stückchen über diesen Schlitz hier hinaus nähen möchte. So, ich nähe nicht bis ganz an den Rand vom Stoff. Der geht ungefähr bis hierhin, aber bis fast. Und das mache ich an der anderen Seite auch genauso. Also einfach nur tatsächlich als Begrenzung, um zu wissen, dass ich jetzt hier nicht auf der Jeans rumtacker. So. Und dann muss das natürlich unter die Maschine. Das ist in der Tat ein bisschen tricky, weil das ja hier natürlich ziemlich viel Material und relativ dick ist. Das heißt, ihr setzt das erstmal ein, so, findet euren Weg und findet natürlich auch euren Weg, das hier unter die Maschine zu bewegen. So, da helfen euch auch die Stecknadeln beim Finden wieder. So. Und dann müssen wir das hier natürlich so flach wie möglich hinlegen. Da kann ich jetzt schon mal meinen Fuß ein bisschen runternehmen. So, und ihr seht, hier ist unser Streifen, der ist jetzt trotz Schwarz ziemlich gut zu sehen. Und dann benutze ich jetzt hier einen Wabenstich. Also, das hier sind die ganzen Wabenstiche. Hier hätte ich einen 45, hier habe ich einen 66 und 67. Und der 67er ist ein bisschen breiter. Ich brauche hier ein bisschen was Engmaschiges, denn da ist ja. Eigentlich ist ja hier kein Stoff mehr. Und den möchte ich jetzt natürlich mit meinem schwarzen Garn, was ich eingelegt habe, hier wieder ein bisschen dicht machen. So, dann hat jetzt mein Stich hier eine Breite von 6 mm. Die kann ich noch auf 7 mm erhöhen. So, und dann senke ich das Füßchen. Und dann fange ich hier schon mal an, die Nadel kann ich rausnehmen. Und dann fange ich hier schon mal an, drüber zu nähen. Vorsichtig natürlich. Und wir nähen da mehrmals hin und her. Hier muss ich der Nähmaschine ein bisschen helfen. Das ist nämlich genau die dicke Stelle. So. So, schön flach lassen, ne? Und dann hier die Nähmaschine tatsächlich diesen Stoff reinziehen lassen. So, und dann siehst du, dann nähe ich hier am Ende bis kurz vor meine Stecknadel. Das heißt, ich habe natürlich diesen Schlarz auf jeden Fall getroffen und bin drüber weg. So, nehme jetzt hier meine Stecknadel raus, heb das Füßchen. Und dann drehen wir das Ganze um. So. Zum einen liegt das hier schon mal drin. Und jetzt drehen wir das Ganze natürlich genau um 180 Grad in die andere Richtung. Und ihr seht, hier ist schon mal relativ gut eingefasst. So, und hier auf der Seite haben wir noch nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, da müssen wir noch mal drüber. Und hier ein bisschen hin und her nähen. Und dieses Hin und Her nähen, das macht ihr jetzt auf jeden Fall so lange, bis das hier dicht ist. Also das kann auch sein, dass ihr hier 3, 4, 5 Mal drüber näht. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr müsst nur gucken, dass ihr dann mit dem Abstand hinreicht, damit ihr euch den Stoff nicht komplett zertackert. Aber so 2, 3 Mal drüber nähen mache ich in der Regel immer und dann ist das hier auch dicht. Das mache ich mal und dann zeige ich dir gleich am Ende, wie das aussieht. So, ich habe jetzt hier ein paar Mal drüber genäht und jetzt seht ihr hier
Unter dem Licht von der Nähmaschine seht ihr eigentlich meine geflickte Naht ganz gut. Und ihr seht, dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen ist. Und es ist gut so. Und dann kann ich das hier wieder vorsichtig rauswuseln. Natürlich. Und so sieht das jetzt nachher aus. Also kaum noch was zu sehen. Ne? Ganz schick. So, also ziemlich okay. Kann man machen. Also auf jeden Fall sieht man damit nichts, wenn ihr unterwegs seid. Das ist schon mal ganz praktisch. Und jetzt gucken wir uns natürlich noch die Innenseite an. Ich ziehe mal wieder meine Nähmaschine vor, damit ihr das besser sehen könnt. Wenn hier noch so überstehende Stoffstücken und Stoffkanten sind, dann nehmt ihr einfach eine Schere und biegt das hier so ein bisschen nach oben und schneidet die vorsichtig weg. Aber Vorsicht, nicht schon wieder ein neues Loch in die Hose reinschneiden, sondern hier wirklich nur diesen lose überstehenden Stoff vorsichtig wegschneiden, denn wir haben Flicken gewählt, der groß genug ist und damit kann ich hier natürlich auch jetzt den Stoff, der zu viel ist, wieder wegnehmen. Und dann ist die Hose wieder schick. So, das mache ich natürlich in Ruhe fertig. Ich hoffe, jetzt muss ich mal gucken, mal suchen, wo das Ding jetzt überhaupt ist. Es ist jetzt so gut vernäht, dass wir es nicht mehr finden. Da, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr in Zukunft eure Lieblingsjeans nicht mehr wegschmeißen müsst, sondern wenn ihr einen Schlatz habt, dann flickt ihr die einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach ein Däumchen nach oben lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und das verpasst du nicht, wenn du meinen Kanal abonnierst.